Hallo Klasse, guten Tag. Heute lesen wir vom Gefahr am Strand. It's backwards, but kein Problem. Okay, Kapitel 3. Toni, aufstehen! Toni! Aber ich habe doch Ferien, denkt er. Toni, los, steht auf! Steht auf! Deine Cousine kommt heute. Langsam öffnet Toni die Augen. Es ist erst 6 Uhr. Meine Cousine kommt und ich muss in den Ferien so früh aufstehen. Früh aufstehen! Eine halbe Stunde später sitzt er neben seiner Mutter im Auto und sagt kein Wort. Dann fragt er seine Mutter, wie sieht meine Cousine aus? Sie ist blond und... Oh je! Sieh mal! Da vorne sind so viele Autos. Auf der Autobahn. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Die beiden kommen endlich am Flughafen und sehen ein blondes Mädchen. Ist das meine Cousine? Sie sieht wie ein Modell aus und ist bestimmt richtig blöd, denkt Toni. So he's like, yeah, she's pretty, but she's probably dumb. Horrible. Hallo, ich warte schon eine Stunde auf euch, sagt Christina. Ganz schön unfreundlich, denkt er. Herzlich willkommen, Christina. Entschuldige, aber der Autobahn war sehr viel los, antwortete Tonis Mutter schnell. Wie war der Flug? Wie geht es deiner Mutter? Der Flug war okay, aber meiner Mutter geht es nicht so gut. Sie wird operiert. Nach der Operation können die Ärzte mehr sagen, antwortete Christine ganz leise. Wir rufen im Krankenhaus an und fragen, wie es ihr geht, ja? Und das ist Toni, dein Cousin. Moin, moin, sagt Toni, nicht sehr freundlich. Toni, nimmst du bitte Christines Koffer? Natürlich, Mama. Mensch, ist das schwer. Ein Modell braucht ja für jeden Tag ein neues Outfit. Kapitel 4. Fahrt nach St. Peter-Ording. Im Auto darf Christina vorne sitzen. Sie soll ja sehen, wie schön es in Norddeutschland ist. Tonis Mutter macht noch eine kleine Extra-Tour durch Hamburg. Siehst du die Schiffe, Christina? Da vorne ist der Hafen. Auf dem Weg nach Hause fahren sie am Meer entlang. Das Wetter ist sehr gut, die Sonne scheint und ist warm. Sieh mal, Christina, das ist das Wattenmeer, sagt Tonis Mutter. Meer? Und wo ist das Wasser? Die Nordsee und der Strand? Hier kann man ja gar nicht surfen, sagt Christina. Meine Cousine weiß nicht, denkt Toni. Seine Mutter lacht. Sieh mal, Christina, die Nordsee ist ein Meer. Und es gibt Ebbe und Flut. Das Wasser kommt, das ist die Flut. Das Wasser geht zurück, dann heißt es Ebbe. Ebbe! Das habe ich schon gehört. Aber ohne Wasser sieht das nicht schön aus. Ja, das stimmt, aber das Wattenmeer ist sehr interessant. Du darfst aber nicht alleine gehen. Das ist gefährlich.
du musst hier immer auf die Fahnen achten. Grün heißt alles okay, gelb Vorsicht und rot heißt Stopp. Stopp! Gibt es hier auch Inseln, will Christina wissen? Sie hat wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung, denkt Tony. Ja klar, wir sind doch an der Nordsee, antwortete seine Mutter. Kann man mit einem Schiff zu den Inseln fahren? Das macht sicher Spaß. Da gibt es oft aber Wellen, viele Wellen. Vielleicht wird es dir dann schlecht. Tony hat keine Lust auf eine Schifffahrt mit seiner Cousine. Christina hat schon einmal Heuler gesehen. Christina, hast du schon mal eine Heuler gesehen? Fragt Tonys Mutter. Heuler? Was ist das? Ein Kind, das laut weint? Nein, so heißen die kleinen Seehunde. Seehunde! Die Seehundbabys. Wir können die eine Schiffstour machen. Dann kannst du die Heuler sehen. Sie liegen auf den Sandbänken. Ja, super! Tony sagt nichts. Er möchte in den Ferien nur mit seinen Freunden zusammen sein. Surfen, Partys feiern. Sieh mal, Christina, da ist ein Leuchtturm, sagt Tonys Mutter. Toll! So einen kenne ich nur von Fotos und die Häuser sind auch sehr schön. So möchte ich auch wohnen. Tony hört nicht zu. Er sieht seine Cousine an. Sie sieht ja ganz gut aus. Vielleicht ist sie doch ganz nett, denkt er. Aber jetzt will Tony nur an den Strand. Seine Freunde sind schon seit ein paar Stunden dort und surfen. Das ist es, klasse.